Start der Rückholaktion zweier gestrandeter Astronauten auf der ISS. Ein US-Astronaut und ein russischer Kosmonaut werden auf der Internationalen Raumstation von ihren Kollegen herzlich empfangen. Mit einer Rakete von Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX waren die beiden Weltraumfahrer zuvor von der Erde gestartet und docken nach über einem Tag Flug durchs All erfolgreich an der ISS an. Freedom SpaceX on the Big Loop, soft capture confirmed. Ziel der Mission ist es, zwei weitere Astronauten zurück auf die Erde zu holen. Die gestrandeten Astronauten sollten eigentlich bereits im Juni zur Erde zurückkehren, was wegen technischer Probleme aber nicht möglich war. Bis sie ihre Rückreise antreten können, dauert es aber noch bis zum Februar. Erst dann kehrt die SpaceX-Raumkapsel mit den vier Astronauten zurück zur Erde. Die Zeit bis dahin nutzen sie, um rund 200 Experimente im All durchzuführen.